Heidi Klum, sie feuert Tokio auf Tour an. Nach der Probe kann wohl kaum noch etwas schief gehen. Tokio Hotel haben am Wochenende in Berlin ein Warm-up-Konzert im Rahmen ihrer bevorstehenden Beyoncé-Tour zum Besten gegeben. Die am 30. April in London startet und am 22. Mai in Polen endet. Bei ihrem Probegig in Deutschlands Hauptstadt hatten die vier Musiker einen besonderen Fan im Gepäck, Heidi Klum, 49. Die die Bands während ihres Auftritts mächtig angefeuert hat und fleißig fotografiert und mitgefilmt hat. Auf Instagram gab sie Fans und Followern Einblick in die spektakuläre Show. Neben Bill Kaulitz, 33, Gesangseinlage auf der Bühne teilte Klum auch ein Gruppenselfie mit ihrem Schwager und Ehemann Tom Kaulitz, 33. Ein Video und ein Bild von ihrer Mutter Erna Klum, die ebenfalls mit von der Partie war. Sowie mehrere Clips mit Backstage-Eindrücken. Ein Video etwa zeigt Heidi Klum tanzend und im Tokio-Hotel mürschend heiß gekleidet. In einem anderen gratulierte sie zunächst Bill zu seinem erfolgreichen Auftritt, Ilo Wetat. Anschließend drückte sie Ehemann Tom Kaulitz einen Guss auf die Lippen und schwärmte, du warst am knackigsten. Anführungszeichen.